Einmal den Terran in Rot, das ist Liquid Tasia, den Gewinner des letzten Games. Und der spielt gegen einen Terrano-Kollegen. Hier in Blau, das ist DPG Cure. Dragon Phoenix Gaming, DPG. Eins dieser chinesischen Teams, die sich ja letztes Jahr etabliert haben mit der chinesischen Team League, die auch dieses Jahr noch weiter bestehen soll. Bin da sehr gespannt. Es sind ja schon sehr viele Gerüchte im Umlauf, dass die chinesischen Teams noch mehr Spieler in die Teams holen. Gerade Rainer ist da jetzt so ein Thema, weil eben er nicht mehr bei Gamers Origin ist. Ich könnte mir auch einen Showtime vorstellen, dass man sich den schnappt. Ich meine, das ist auch ein wahnsinnig starker Protoss und gerade verfügbar. So, und ja, jetzt haben wir hier ebenbürtigeres TVT. Wir sehen bei beiden einfach nur Barracks Gas. Ich denke mal, da gibt es auch bei beiden dann die Factory. Da wird nicht schnell, nicht so schnell zumindest expandiert. Ja, ganz ehrlich, ich bin auch gerne auf den Tasia Games mit dabei. Als chronischer Liquid-Fanboy und auch generell schon langjähriger Tasia-Fanboy. Finde ich sehr schön, da von ihm Games zu sehen. Und ich hoffe auch, er kann jetzt da ordentlich abliefern. So, und wir sehen USSCV, der scoutet, Tasia scoutet nicht. Er denkt sich, nö, brauche ich nicht. Ich baue einfach hier meinen Reaktor. Er baut auch nicht mal tatsächlich, er baut nicht mal hier einen Reaper, sondern er baut einfach direkt auf den Reaktor und die Factory. Und Cure, ja, hat auch nur kurz rangescoutet, sieht, okay, da ist noch keine Expansion. Damit, ja, muss ich da nichts befürchten und bisher kann ich da nichts punishen. Und der eigene Reaper, er baut natürlich relativ lange, somit ist er jetzt erst draußen. Aber durch den Scout ist Cure soweit sicher mit dem, was er so treibt. Tasia kann jetzt eben Doppel-Reaper produzieren, dank dem Reaktor. Beide haben dann die Factory online, können da ihre ersten Hellions bauen und da kommen dann auch die Starports mit dazu. Also wir bleiben hier ein bisschen auf Funbase, wobei tatsächlich Cure derjenige ist, der zuerst expandiert. Er spart sich den Starport erstmal noch und geht zuerst auf die Expansion. Natürlich da dann den Timing-Vorteil, hingegen Tasia hat den Tag-Vorteil. Zumindest ein bisschen sonderlich groß ist der Unterschied nicht wirklich. Und eben mit den ersten Hellions hat sich auch die Zeit für die Reaper schon ein bisschen erledigt. Beide haben hier ihre zwei Reaper parat, aber beide stehen erstmal nur defensiv an ihrer eigenen Rampe. Falls der Gegner da hochpusht, kann man eben ihn abfangen und sofort in die Schranken weisen. Damit haben wir eine sehr ruhige TVT-Anfangsphase. Gab es irgendeinen Patch in StarCraft? Warum ist meine Uhrzeit so weit oben? Das Feld hört hier auf und das Ding ist an der oberen Kante anstatt zentriert. Fällt mir jetzt gerade auf. Das finde ich sehr lustig. Das ist von StarCraft selbst. Also da kann ich nichts dafür. Da kann ich auch nichts dran ändern. Das steht wirklich Oberkante. Anstatt zentriert. Ursprünglich müsste das eigentlich zentriert sein. Also das ist das Game, hat das WCS-Overlay. Ich weiß nicht, ob das ein Update bekommen hat. So, und wir sehen jetzt natürlich eine große Masse an Hellions und Reapern. 4 Reaper, 3 Hellions gegen 3 Reaper, 3 Hellions. Die fahren aneinander vorbei. Tasia, ja, dodge das, aber natürlich jetzt können sie beide Probleme kriegen. Tasia hat den Medivac mit am Start, kann also hier seine Reaper nochmal mehr heilen und seine Hellions safen. Der ist jetzt hier als erstes drin und Cure pusht jetzt ebenfalls rüber. Das heißt, da wird es jetzt eine lustige Situation geben, dass beide Seiten einfach versuchen, den Gegner jetzt zu killen. Die Reaper ist natürlich hochgesprungen, aber das ist nochmal ein Hellion, aber der Hellion wird gerade nicht repariert, nicht beachtet. Die Reaper können sich also da durchhalten. Die Wall hält noch gegen die Hellions, wenn das ist Tasia war mittendrin und er jagt gerade sämtliche SCVs. Und SCVs sind nur noch 10 Stück hier bei Q. Der verliert wesentlich schneller die Worker und muss eben selber erst noch durch das Supply Depot durchkommen. Hier die Marines versuchen alles um zu defenden. Die SCVs werden jetzt gezogen, SCVs in Hellions ziehen. Ist aber nicht unbedingt die feine englische Art. Man sieht, wie sehr die SCVs leiden. Also beide verlieren einfach nur massiv sämtliche Worker. Wir sind bei 6 zu 13 SCVs. Und es kommen noch ein paar Marines raus hier für Tasia. Man kann natürlich als Terran noch Mules werfen. Im Falle eines Falls, da ist jetzt eine Banshee mit am Start, die ich hier Stück für Stück defenden kann. Aber trotzdem, den Schaden, den Cure genommen hat, ist auch natürlich massiv. Also keiner der beiden wird irgendwie mehr großartig Worker übrig haben. Denn hier sterben bei Cure gerade noch alle. Der ist bei 0 SCVs. Tasia ist noch bei 2, noch bei einem. Hat jetzt aber auch eine eigene Banshee draußen. Also jetzt sind wir in einer sehr lustigen Situation, wo keiner der beiden wirklich Economy hat. Tasia hat noch ein SCV. Das ist ins Command Center eingeladen, also konnte da noch gesaved werden. Das sind die Einheiten hier, versuchen immer noch die Banshee zu dodgen. Da wird wieder eingeladen, um den Cyclone auch auszuweichen. Und dann wird da rausgeboostet. Und ja, Cure muss weitere SCVs bauen. Das Medivac wird low, aber es überlebt. Es überlebt, damit kann man die Einheiten nochmal saven. Der Cyclone wird da nicht mehr rankommen. Der Hellion fällt nach Hause. Und ja, jetzt haben wir. Sollen wir mal ins Mining Tab schauen, ins Income Tab? Ist das gut.
Ja, die Mules natürlich safen hier den Tag. Der Terraner hat noch Mules. Wäre es Protoss oder Zerg, wäre das alles jetzt ziemlich zäh. Terraner kann noch Mulen. Allerdings hat hier eben Cure die Doppelmule und Teichno die Einzelmule. Das heißt, Cure kriegt einfach jetzt doppelt so viel Geld rein. Man hat auch ein bisschen Energie gespart gehabt. Hat er einige Mules am Start. 2 gegen 3. Raven hier noch mit zu Hause. Und die Einheiten versuchen auch wieder eventuell das ein oder andere SCV loszuwerden. Da wird nochmal repariert. Da ist der Cycler mit dabei. Ja, das ist bei mir genauso. Teichno mochte ich auch früher schon. Und er ist einfach auch ein mega sympathischer Typ. Oh, das Medic ist wirklich sehr gefährlich hier. Es ist schon so low. Und wenn der Cycler einmal rankommt, einen Schuss absetzt und einen Lock-on startet, dann hat sich das Ding erledigt. Ja, die Banshee hier hat Cloak übrigens. Aber bei Teisha ist ein Raven da. Problem ist, er bräuchte eigentlich noch was als Anti-Air. Der Raven alleine ist jetzt nicht die beste Anti-Air gegen die Banshee. Und wir sehen, beide pumpen ihren Worker-Con wieder hoch. Aber Cure ist schneller, weil er eben diese Doppel-Mule zur Verfügung hat. Inzwischen ist das ausgelaufen. Trotz allem muss Teisha hier eben aufpassen. Und eben die Banshee kommt vorbei. Und die Banshee wird jetzt für mehr Probleme sorgen. Die kann ein paar wichtige Snipes machen. Da ist ein Hellion down. Die Null erwischt es hier. Die eigene Banshee macht hier natürlich gar nichts. Da kommt nochmal der Safe auf das eine SCV eingeladen. Durch das Medic jetzt Cyclone plus Raven Combo, um die Banshee loszuwerden. Teisha hat eine eigene Banshee. Und das Game hier schon wieder. 13 zu 8 jetzt. Also Q hat jetzt mal wieder mehr Worker, als mit Wasser angefangen hat. Endlich. Wir hatten insgesamt hier 27 zu 25 gesnipte SCVs. Und die ganzen Einheiten hier von Teisha sind noch unterwegs. Und die Banshee wurde tatsächlich gerade aufgeräumt. Hat der Cyclone den Kill? Ja, der Cyclone hat den Kill bekommen. Die Banshee ist gerade gestorben. Hat also gar nicht so viel erreicht. Und Teisha lädt die Marines mit ein und boostet sofort wieder rüber. Will hier weiter fighten. Trifft hier eventuell gleich auf Doppel-Cyclone. Oh, das zieht aber Teisha. Er hat den Highground-Vorteil hier. Er sieht die Cyclones da unten. Ja, da geht's jetzt auch ran. Das Medic wird gefokust. Das Medic ist down. Aber dafür bekommt Teisha einen der Cyclones noch den zweiten. Die Reapers sind schnell genug. Der Fokus passt. Die Widowmine wird auch gesehen dank Raven. Und damit die Widowmine schießt aber nochmal rein. Killt einen der Reaper. Trotzdem Teisha pusht jetzt hier nach vorne und will seinen Gegner hier möglichst mehr Schaden zufügen. Da kommt gleich ein Siege Tank, aber der ist noch nicht ganz da. Und da wird es jetzt nochmal eine knappe Geschichte. Autotrolls kommen von beiden Seiten. Die Banshee mit dabei hier für Teisha. Anti-Air von Cure ist jetzt wirklich mangelbar. Es sind ein paar Marines, das heißt, die Banshee kann hier wirklich ordentlich aussehen. Der Cyclone lebt auch noch. Der Raven lebt auch noch hier. Und die Banshee räumt jetzt einfach für Teisha fröhlich durch. Das Autotroll hat nichts getan. Die SCVs wurden evakuiert. Und jetzt ist der Worker-Count wieder ausgeglichen. Aber es fehlt, wie gesagt, einfach die Anti-Air. Da ist kein Cyclone. Da ist ein einziger Marine. Ein einziger Marine reicht nicht, um diese Banshee zu killen. Und Teisha hat jetzt einfach einen massiven Vorteil. Man kann jetzt nochmal fröhlich Worker killen. Noch mehr als vorhin schon. Der Raven kommt auch noch mit vorbei, weil er eben sieht, ja, keine Ahnung hier, alles gut. Jetzt ist ein Viking draußen. Da werden nochmal Kills gesammelt und wir sind jetzt bei 10 zu 15 Worker. Q ist wieder unter 12 Worker gefallen. 39 zu 25 tote SCVs. Was für ein Game hier von den beiden. Was für eine Map 1. 17 zu 14 nach 8 Minuten. Die Economy von beiden wirklich in einer miserablen Situation. Der Raven versucht jetzt hier dem Viking auszuweichen. Ah, das wird knapp. Das wird nicht funktionieren. Er fliegt dem nämlich genau in die Arme. Und damit verliert man den teuren Raven. Natürlich auch sehr, sehr bitter ist. Aber den wird. Aber er kann noch ein Autoturret setzen. Und versucht den zu safen. Ah, nein, Interference Matrix. Hat genau auf die 75 Energie gewartet. Schöner Move hier von Teisha. Einfach den Schaden weggetankt, den Raven kann man reparieren. Die Ravens sind halt wirklich wichtig. Gerade in so richtig kleinen Engagements ist so ein Interference Matrix oder ein Autotrade halt einfach Gold wert. Und da ist der Doppel-Raven-Vorteil schon was Wichtiges. Währenddessen sehen wir tatsächlich nochmal ein Cyclone und das Macfield Accelerate Upgrade hier für Cure. Ich meine, dass es hier eine geplante Richtung Bio oder Mac geht, davon sind wir noch weit entfernt. Die beiden sind immer noch fleißig damit beschäftigt, ihre Bases wieder aufzubauen. Da hat denen einfach nichts mehr an Work übrig. Weil jetzt gibt es den Viking-Battle. Der Raven ist eben mit dabei, das heißt, das kann Cure hier kaum gewinnen, da er eben auch schon mehr Schaden auf dem Viking genommen hat. Das wird noch weiter gejagt hier. Teisha setzt sich da dran und er kann da schön rankiten und er kriegt diesen Snipe. So, Teisha jetzt hier mit den besseren Trades. Man sieht es auch, 4100 zu 3400 Resources lost. 10 Minuten in diesem Game und wir haben jetzt die 30 Worker wieder. Oder zum ersten Mal die 30 Worker wirklich erreicht. Mit insgesamt 39 und 25 toten SCVs auf der jeweiligen Seite. Und ja, Macfield Accelerator wird weiter gebaut. Reaktor an die Barracks und ein drittes Command Center für Cure und auch ein drittes CC für Teisha. Ja, wir haben also nur ein bisschen jetzt warten müssen, dass die Economy höher geht, aber wir kommen so langsam in die Richtung. Was für ein Match hier von den beiden, was für eine Map 1. Die geile Sache. Ja, Cure wieder mit einer weiteren Banshee unterwegs und hat auch wieder Cyclones am Start. So dass da wieder zu arresten, aber Teisha moved jetzt raus. Einige Marines, drei Panzer. Stim kommt bei ihm, also er geht auf Bio. Der Hellion muss da aufpassen. Ja, der ist auch schon down. Die Cyclones müssen auch laufen. Die
Die Banshee kann jetzt natürlich einiges anrichten. Die hat immer noch Cloak und Tayshia natürlich Missile Turrets, absolute Fehlanzeige, weil einfach auch nicht mal E-Bays da sind. E-Bays kommen jetzt aber. Und da ist einmal hier die Banshee in The Natural drin. Die Banshee in die Main kommt nämlich auch gerade. Also die Banshees teilen ein bisschen aus. Viking und Ravens kommen damit dazu, um die Banshee loszuwerden. Die Banshee 1 geht auch down, aber eben die zweite ist am Start in der Main Base. Da gibt es auch wieder tote Worker. Q jetzt also wieder einen Worker Count vorne. Da wird nochmal aber repaired, um die SCVs einfach länger am Leben zu halten. Also Tayshia wieder mit einem schönen kleinen Move, um seine SCVs zu safen. Banshee kommt aber hier nochmal weg, die in der Natural. Hat da 3 Kills gesammelt, insgesamt jetzt hier 31 tote SCVs auf Tayshias Seite. Und der Worker Count ausgeglichen, 39, 39, beide haben die dritte Basis. Also wirklich ein trotz allem hin und her sehr überraschend ausgeglichenes Spiel. Wir sehen jetzt aber auch bei Cure kommt Stim, also er zieht das ebenfalls mit, er will ebenfalls auf den Bio-Style gehen. Braucht einfach nur ein bisschen länger, kriegt jetzt hier die Mule und vielleicht nochmal das ein oder andere SCV. Marines versuchen da zu defenden, Banshee jetzt hier kein Cloak mehr und da gibt es den Stim und die Banshee kommt da auch nicht mehr weg, da ist sie zu langsam. Und somit waren beide Banshees aufgeräumt, Q hat immer noch seine Cyclans hier, die können eventuell, wenn sie hinkommen, den Panzer snipen. Dank McFeed Accelerator geht das ziemlich schnell. Die hinten wird sich eben aufgestellt, um die dritte Basis zu setzen. Wir haben jetzt bei beiden auch Viking-Produktion, um die Lufthoheit zu bekommen im TVT. Ist doch durchaus wichtig. Q ist ganz nah dran an der Army von Tayshia. Ganz nah, wirklich ganz, ganz nah. Aber Tayshia läuft außen rum und kommt erstmal dran vorbei. Und da haben wir den nächsten Scan. Tayshia scannt einmal die ganze Army hier von Q. Und mal sehen, von wo er rangeht. Er will ich einfach hoch. Ja, Interference Matrix auf den gegnerischen Raven. Und Interference Matrix auf die Panzer Marines gehen hoch mit ihrem Stim. Panzer werden gesiegt. Marines nehmen da den ersten Panzer raus. Medivacs sind da für die High Ground Vision. Vikings sind gelandet. Das sieht erstmal noch ganz gut aus hier für Tayshia. Hat nicht immer noch Marines hier im Medivac. Kann die auf die Panzer laden. Aber jetzt auch als selber sehr viele Panzer. Landet sein eigenes Viking. Kann vielleicht nochmal einen Panzer des Gegners loswerden. Ja, er kann sehr viele Panzer des Gegners loswerden. Der eine letzte Tank lebt noch. Der wird counter-repaired. Der Panzer bleibt da auch am Leben. Währenddessen stehen hier unten noch 2 Siege Tanks von Tayshia. Die müssen jetzt aber wieder abhauen. Wieder traden die beiden. Cure allerdings mit dem besseren Worker-Count, aber mit viel, viel weniger Army jetzt in diesem Fall. Die Army-Größe hat da ordentlich abgenommen. Sind bei 25 zu 34 Army-Supply. Vikings ähnliche Anzahl jetzt auch, weil die Vikings landen mussten. Aber Cure mit dem schnelleren Reinforcement, weil er eben an seiner eigenen Basis dran ist. Das heißt, für Tayshia eine schwierige Angelegenheit. Da hat jetzt Marauder mit dabei. Aber natürlich kein Heal, keine Medics und die Marauder laufen schon mal ins Panzerfeuer. Aber die Panzer haben halt keinen Support. Das heißt, die Bio rennt einfach ran, snipe die Tanks und jetzt ist die dritte Basis offen. Und da kann Tayshia nochmal mehr Damage machen. Es fallen nochmal mehr SCVs. Kann Cure das nochmal in den Griff kriegen. Langsam fällt er hier im Supply doch ab. Für Tayshia sieht das jetzt ziemlich gut aus. Und er kann jetzt hier noch mehr Damage auf dieses dritte CC machen. Kann auch natürlich das Supply Depot noch mit rausnehmen. Und die Basis selbst, die wird wirklich ziemlich low. Da muss man fast schon Repair ansetzen. Die fängt nämlich bald noch das Brennen an, wenn das noch so weitergeht. Ah, kommt gerade, kommt noch so davon. 500 Hitpoints wären es noch. Und ja, Q versucht einfach nur defensiv zu stehen mit seinen Vikings, die er natürlich hat. Und dem Panzer jetzt auch Liberator mit dabei. Währenddessen sehen wir hier, weitere Barracks kommen online. Q auch mit dem 1-1 Upgrade. Tayshia hat schon plus 1 und Concussive Shells und Combat Shield. Also das fehlt bei Q auch alles noch. Kein Combat Shield mehr drauf, kein Concussive Shells. Die Vikings, ja, versuchen einfach nur die Vision zu geben. Tayshia hingegen scannt und sieht, ja, okay, mein Gegner ist auf 2-Base. Und das ist natürlich für Tayshia ein Riesenvorteil. Er hat die dritte Basis mit am Laufen. Bei gleichem Worker kann man muss bedenken, die da die Mainbase jetzt doch schon eine ganze Weile gemeint wird, sind da nicht mehr so viele Ressourcen, wie da auch schon einige Müsse geflogen sind. Also für Cure, er muss sich die dritte Basis irgendwie sichern. Er kann ihn nicht ewig auf 2-Base stecken bleiben. Tayshia hingegen beginnt nämlich schon mit seiner eigenen vierten Basis. Und 2-1 Upgrades. Und plus 1 auch für die Panzer. Hat jetzt hier mehr Medics, er hat keine Vikings. Er hat halt auch immer noch mehr Army Supply und da kommt einfach ein großes Stim und da geht es ran an den ersten Panzer. Es sind nur 2 Siege Tanks und 2 Siege Tanks ist hier einfach nicht genug. Tayshias Panzer kontern und er hat den Damage, er räumt hier durch und er entscheidet hier das 1:0 für sich. Was für eine erste Map. Nightshade, was für eine coole Sache von den beiden. Das ging richtig gut rund. Oh, das war ein geiles Match. So, ja, wir haben Best of 3. Wir tauschen mal kurz die Farben. Nämlich 1:0 für den Terraner oben. Und das hier in Rot ist Liquid Tayshia. Starke Performance bisher. Ich meine, der hat sich da echt durchgerangelt. Durch die schwierige Situation. Aber ja, auch ähnlich gut gehalten hat sich hier der Terraner Blau, DPGs, Dragon Phoenix Gaming's Cure. Ich meine, die Banshees waren keine schlechte Idee. Sie haben ja nur am Ende nicht genügend Damage gemacht, um das Spiel wieder in seinen Vorteil zu bringen. Und dann eben der Fight um die dritte Basis, da ging Q dann einfach das Army Supply aus. Er hat zwar die Vikings gehabt, aber auf dem Boden nichts. Und irgendwann
gewinnen die Panzer halt doch ein bisschen mehr den Fight. Oder eben, wenn man die Panzer zu schnell verliert, bringt das einem halt nicht sonderlich viel. Daher musste sich der Cure geschlagen geben, aber natürlich in der Serie gibt es sie nicht so einfach geschlagen. Das könnte jetzt hier durchaus auch noch ein 1-1 werden. Also das traue ich Cure bei weitem zu. Es ist natürlich Single Elimination, das heißt, wenn man aus dem Bracket raus ist, ist man erst auch aus dem Qualifier raus. Ich fand das auch richtig gut. Das war ein sehr geiles Match. Das Team Map 1 war wirklich sehenswert. Ich sag, wir sehen SCV wieder unterwegs von Cure, SCV Scout. Sehr gespannt, was wir hier kriegen werden. EVT, ja, das Matchup mit den Ravens. Man hat auch wieder gesehen, die waren sehr, sehr wichtig. Die beide Seiten. Am Ende hatte Tayshia mit seinen 2 einfach da auch ein bisschen die Nase vorn. Könnte das besser nutzen? Ja, da kommt der Scout einfach hoch in die Mainbase. Supply Depot. Ja, das war zu spät reagiert. Ja, mit Blocks hier das SCV nicht. Wir sehen damit, Cure geht tatsächlich auf die Expansion direkt auf dem Lowground noch vor seiner Factory. Nachdem er hier gescoutet hat und gesehen hat, was Tayshia so treibt. Ich meine, es wäre schon irgendwie cool, wenn Tayshia doch mal wieder an seine Form von 2012 anknüpfen könnte, wo dieses absolute Monster war. Und einfach nur Turniere durchgeräumt hat. Er ist immer für ein Wochenende irgendwo hingeflogen, dachte sich, ja, ich hole mir jetzt einfach hier mein Geld ab und meine Trophäe und dann können wir wieder nach Hause gehen. Das war für Tayshia wirklich so ein Standard-Lebensstil, aber er, seine Handgelenke sind natürlich auch noch immer sehr angeschlagen. Das wird sich auch bei ihm nicht mehr erholen. Als so, dass er damit umgehen kann. Zu einem Maß kann er damit arbeiten. Wie so viele andere Terraner vor ihm auch. Einfach die Handgelenke tot gegrindet. Mit so vielen Games, mit so viel Action. Ja, und hier der Reaper-Fight. Eine knappe Angelegenheit. Keiner der beiden Reaper fällt. Der Hellion natürlich kann jetzt nachsetzen. Dadurch, dass eben die Factory später ist von Cure, hatte das eben noch nicht. Somit kann die Tayshia nochmal kurz reinfahren. Versucht jetzt hier auch den Hellion des Gegners zu snipen. Aber er ist einfach, ja, hat eine Übermacht gegen sich. Versucht jetzt noch so gut wie möglich abzutraden. Aber kriegt den Hellion von Cure hier nicht. Die muss mit dem Reaper raus. Also macht hier nicht sonderlich viel. Verliert da einfach mehr. Kriegt dafür nur den Reaper. Hat sich nicht gelohnt, aber Cure mit dem Fusion Core hier unterwegs. Das kann ja spannend werden. Fusion Core hat natürlich jetzt eine ganze Stange an Upgrades bekommen, zugeschoben bekommen. Damit man eben nicht extra ein Tech Lab bauen muss. Aber das Tech Lab kommt trotzdem und damit wird da ein Battlecruiser gebaut werden. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und auch, und auch bei Tayshia kommt der Fusion Core und ebenfalls das Tech Lab an Starport. Alles klar, also ganz ehrlich, wegen mir können die beiden Gun in Best of 5 oder mehr austragen, wenn das so weitergeht. Das wird super. Ein beidseitiger Battlecruiser Opener. 400-300, da kommt das erste Ticketing. Und da baut sich die Factory noch ein Tech Lab. Natürlich Panzer braucht man trotz allem dieses Matchup. Tayshia allerdings natürlich wird die späteren BCs haben. Er braucht jetzt auch noch die Minerals erstmal. Das Gas hat er bereits. Bis 400. Dann zieht es hochticken. Da wartet Tayshia eben auch. Da spart man sich das Geld für einen Moment. Und dann Battlecruiser. Los geht's. Ah, natürlich der von Cure ist schneller. Ein ganzes Stück. Und man sieht auch schon Cyclone-Produktion als Anti-Air. Tayshia hat, er weiß vom Starport, er weiß nicht vom Fusion Core. Umgekehrt natürlich gleiche Geschichte. Also, die beiden fliegen da beide ein bisschen blind. Tayshia, Tayshia forscht sogar Weapon Refit. Also die Yamato-Kanone. Das Upgrade heißt immer noch Weapon Refit, obwohl es nur noch die Yamato-Kanone gibt. Früher war da noch mehr mit dabei. Da war das so ein Umschaltmodus. Da wurden die Waffen umgebastelt, aber das gibt es schon lange nicht mehr. Im Prinzip ist es nur noch Yamato-Kanone. Und das heißt, wir haben noch ein bisschen Abwartezeit. Mal sehen, der erste PC, doch, er springt direkt rüber. Das ist gefährlich, was Cure eben macht. Weil er hat da gleich 2 Cyclones gegen sich und die sind jetzt direkt in seiner Vision Range. Und der PC hat jetzt halt keinen Jump. Und damit der PC halt sofort in die Mangel genommen. Zudem hat der PC jetzt, glaube ich, er hat immer noch den Fusion Confrontation gesehen. Und dann sieht, wie viel Damage der Lockdown macht. Und das ist abgenommen. Doch, da kommt der Scan und das reicht, um den PC zu finishen. Tayshia kriegt den richtig teuren Snipe.
Und da kommt auch Macfield Accelerator mit dazu. Und Tayshia jetzt einfach mit dem Counter-Jump. Er jumpt ein bisschen safer. Er jumpt ein bisschen weiter raus. Nicht so tief mit. Also das sage ich, sehr, sehr greedy Jump, den Pure da gemacht hat. Ja, da gibt es zwar auch einen Lock-On, aber es hat nur ein Cycle. Und ein Cycle kann hier Tayshia gekonnt ignorieren. Ein Cycle macht ihm einfach nicht genügend Damage. Er killt 6 SCVs. Und das sieht jetzt richtig gut aus für Tayshia. Kriegt den gegnerischen BC gesniped, hat den eigenen noch am Leben, kann einen weiteren Lock-On dodgen hier. Und somit die Cyclones, ja, müssen sich um den BC kümmern. Der BC wird das nicht gewinnen gegen die Cyclones, wenn man da ein bisschen drauf aufpasst. Und stattdessen kannst du jetzt hier diesen BC auch erwischen. Na, das wird ihn auch erwischen. Also Tayshia wird den verlieren. Noch bevor Yamato fertig hat, baut aber noch einen weiteren eben. Und hat auch wesentlich mehr Damage gemacht. Er hat 7 SCVs gekillt. Und ja, sein Gegner gerade mal 2. Beide haben den BC verloren. Ja, Tayshia ist wahnsinnig sympathischer Typ. Da bin ich mit dir voll einer Meinung. So, ja, Macfield Accelerator kommt jetzt bei beiden. Und beide bauen sich ihre Cyclone-Armee auf. Das heißt, der zweite PC von Tayshia wird es wirklich schwer haben. Wirklich, wirklich schwer. Und was man noch machen könnte, natürlich mit der Yamato. Man springt irgendwo hin, wo man außerhalb der Reichweite von den Lock-Ons ist. Und Yamato hat einfach einen Cyclone raus. Das kann man noch tun. Aber das dauert natürlich auch, bis man da alles runtergetradet bekommt. Man sieht auch, der PC springt nicht direkt rüber, sondern Tayshia ist da ein bisschen vorsichtiger. Aber wir haben jetzt hier halt Mac auf beiden Seiten. Eternal Empire. Beide mit der dritten Basis. 53, 53 Worker. Ich am Supply ein bisschen hinten. Baut aber auch gerade noch Doppel Armory, was einiges an Investment ist. Eben natürlich das BC-Investment ist auch sehr, sehr teuer. Barracks liegt hier mal los. Man kann natürlich auch mit dem BC versuchen, einfach rüber zu fliegen und dann raus zu jumpen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber mit Macfield Accelerator das Bonus-Damage auf gepanzerte Einheiten macht, was der BC ja ist. Ja, prügelt man den BC einfach nur nieder. Also der Mass Lock-On, das könnte richtig wehtun. Wir sehen jetzt aber auch Doppel-Armory bei Cure, da kommt noch Blue Flame mit dazu. Tayshia hingegen mit seinem 1-1 bereits unterwegs, aus seiner eigenen Doppel-Armory. Und damit wird es hier noch weiter aufgebaut, weiter hochgemackt. Und jetzt mal auch tatsächlich der Move-Out von Cure hier am Start, mit seinen Hellions und seinen Cyclones. Tayshia hat eigene Cyclones, eigene Hellions. Panzer sind nicht wirklich viele am Start in diesem Game. Effektiv gar keiner. Kein Siege-Tank, sondern einfach nur Cyclone-Hellion, einfach nur das Battle-Mac. Und Tayshia währenddessen produziert immer noch ein paar BCs mit. Hat jetzt 2 Stück. Mal sehen, wie er die in Position bringt. Hingegen hat Cure gerade komplett die Map Vision und Map Control und nimmt sich auch schon direkt eine vierte Basis, weil er eben so viel, ja, er hat eben die ganzen Informationen. Seht, da ist noch keine vierte bei meinem Gegner. Das heißt, ich kann mir das leisten. Ich sehe, wann er rausmoved, kann darauf reagieren. Hab dann auch die Zeit. Beide gehen eben auf eine ähnliche Army-Komposition. Da kommt echt nochmal ein weiterer Battlecruiser. Das wird auch gescannt. Damit weiß Cure auf jeden Fall Bescheid, was hier alles rumsteht. Und die 2 BCs, 3 BCs, das ist schon sehr viel Feuerpower. Natürlich, gerade wenn man dort keine Defense zu Hause hat, räumen die BCs halt fleißig durch. Auch ohne Upgrades. Da sind eben einige Cyclones auch auf der Karte unterwegs. Das gibt einfach mehr Factories, mehr Masse. Und einfach, es ist eine reine Massephase, gerade bei beiden Spielen. Es wird einfach nur Masse gepumpt. Ja, das SCV wird das Command Center hier nicht hinkriegen. Was machen die da einfach? Das müsste eine Masse kleinen Kram der. So in etwa, ja, das SCV. Schafft es erstmal nicht, aber es gibt ein Follow-up-SCV für die vierte Basis von Tayshia. 80 zu 69 Worker. Also Cure hat wirklich eine massiv starke Economy hier auf die Beine gestellt. Sollte da insgesamt jetzt auch mehr oder weniger den den Mining-Vorteil haben. Nicht den Upgrade-Vorteil, den Upgrade-Vorteil hat nämlich erstmal Tayshia mit seinem eigenen 1-1. Und ja, man wartet eigentlich immer noch, dass sich die BCs natürlich irgendwo hinbewegen, dass die irgendwas tun. Und da kommt auch der Scan in die Main-Base. Tayshia scoutet mal aus von wegen... Wie sieht's da aus? Kann man da einen Sprung riskieren, wenn das dann wieder die vierte ein weiteres Mal unterbrochen? Aber hier gibt es den Fight gegeneinander und da können eventuell die BCs zuspringen. Hier der Lock-On läuft momentan ein bisschen besser für Tayshia. Da ist die BCs plötzlich mit dabei und Yamato hinterher, um mehr Cyclones loszuwerden. Und ja, da räumt Tayshia nochmal einige Einheiten ab. Aber da ist das Reinforcement da für Cure. Das Supply hat sich in der Zeit gedreht, aber natürlich dadurch die vierte Basis die ganze Zeit unterbrochen. Jetzt sogar mit Hellbat. Die haben sich so abgesprochen. Der welche Builds besser spielt. Dann auch ein weiteres Command Center bereits geplant hier von Tayshia. Der Hellion wird geräumt. Aber trotz allem 83 zu 68 SCVs ist halt wirklich ein deutlicher Mining-Vorteil für Cure. Vor allem jetzt, weil die vierte Basis fertig ist und läuft. Auch mit dem Gas. Da ist diese Refinery mit dem Rich Respin Guys hier. Wo man zwar nur einen hat, aber halt mehr Gas rauskriegt. Und auch Tayshia hier mit weiteren Command Centern. Aber auch das wird gescoutet. Also Cure hat hier überall seine Hellions unterwegs. Nervt da wirklich tierisch. Und kann da hier noch vielleicht einige Worker mitnehmen, weil 3 Hellions reichen zum One-Shotten. 3 SCVs bis er down. Hier und der 5. wird da nicht mehr passieren. Aber es sind inzwischen 4 Battlecruiser halt auch da. Da muss Cure auch drauf aufpassen. Aber er baut fleißig Cyclones. Und Cyclones sind, wie gesagt, eine gute Einheit gegen Battlecruiser.
Ja, die Basis wird jedes Mal belagert, aber nicht gesniped. Und fünfte Basis jetzt auch für Cure unterwegs. Und wir nähern uns mehr und mehr dem Max-Out von beiden Seiten. Cure auch mit sehr viel Minerals schon auf der Bank. Und aber jetzt auch fleißig Hellions. Ja, und hier die Hellions und Hellbats machen nach die Basis nieder. Die hat noch kein Cancel angesetzt und die wird auch, wie es aussieht, nicht gecancelt. Nein, die geht einfach down. Und die BCs, ja jetzt, man sieht mal das, sie fliegen rüber und können dann rausjumpen. Können da eventuell diese Basis einfach snipen. Mit vier Yamatos ballert man schon sehr viel Damage drauf. Hier steht die Tasha sehr defensiv, versucht einfach keine schlechten Fights zu nehmen. Und ja, die BCs schleichen sich an auch hier schön um den Sensor Tower rum. Und sieht Tasha natürlich auch, dass da ein Sensor Tower steht. Und dessen kriegt aber wieder Hellion-Probleme. Also Tasha, ja, verliert schon einiges in den Hellions. Wieder mal die Army von Kyo unterwegs und die ganze Army ist unterwegs. Und die BCs schlagen genau jetzt hier auf. Und die, damit muss Kyo reagieren. Aber wie gesagt, der Jump der BCs ist verfügbar. Die können also notfalls rausspringen. Wenn es ihnen wirklich zu brenzlig wird, können auch natürlich... da kommt eben die Yamato-Runde auf das Command Center und dann einfach Jump, Jump, Jump. Und das Ding brennt auch down. Gerade noch so. Ja, hier, wie siehst, der eine BC springt gerade noch mit zu der Army mit dazu. Und da wird nochmal Einheiten abgeräumt. Es ist immer schwierig, dann Highground hochzupushen. 4 SCVs auch mitgesniped. 79, 72, hier nach 12 Minuten. Beide nähern sich eben jetzt hier einfach plus Maxout hoch und runter. 2-2 Upgrades auch für beide Seiten. Tasha wird dann Upgrade-Vorteil haben. Er hat auch einen Siege-Tank hier mit dabei. Hat die BCs hier und eine PF. Aber eben die BCs müssen da wirklich aufpassen. Können sie nicht zu nah an die Cyclones ranwagen. Klar sieht man schon, der Damage ist wirklich massiv. Deine BC wird Stück für Stück rapide Hitpoints. Tasha versucht hier ein bisschen zu fighten, aber eben ist nicht das ganze Army-Supply da. Damit hat es hier echt schwierig. Der BC hat das nochmal überlebt, aber jetzt gehen die Cyclones wieder nach vorne. Versuchen die BCs zu erwischen. Ein BC wird da auch gesniped. Damit waren es nur noch 3. Und die BCs sind weit in das Ziel der Cyclones. Da waren es nur noch 2 BCs. Man sieht eben, wie schwer die hier Damage abkriegen. Die kaum Überlebenschancen haben. Aber jetzt sind die Panzer mit am Start, um gegen die Cyclones zu verteidigen. 5 SCVs sind gestorben bei der ganzen Aktion. Beide haben sich im Supply ordentlich was runtergeschossen. Und ja, Kyo findet wieder mal den Weg hier oben rein. Kann dann noch mehr SCVs ran. Die BCs werden hier nicht helfen. Wir haben zwar gleich Jump und Yamato, aber sie sind nicht mega low. Wir können sich nicht wirklich viel erlauben. Und da gibt es einfach Fokus auf das Command und das ist auch einfach tot. Ja, das ist eine neue Basis von Kyo hier. Die Basis hier wird auch neu errichtet. Und wir sind bei 83 zu 65 Worker Pylians hier noch am Start. Das sind nochmal 7 SCVs gestorben. Also Tasha leidet da doch deutlich mehr. Army Supply Graph, es ist ja, ein wildes Auf und Ab. Immer noch beide in einem ähnlichen Maß unterwegs. Aber Kyo inzwischen Supply ein bisschen abgesetzt und eben immer noch das bessere Mining die ganze Zeit. Der Scan wird gezündet und Kyo ist immer noch unterwegs mit diesen Einheiten. Da ist aber ein Siege-Tank, da unten ist ein Aus-Siege-Tank. Damit wird, oh, da wird die Cyclone-Army doch ordentlich auseinandergenommen. Mit ein bisschen Panzerfeuer. 2-2 Upgrades auch mit drauf. 3-3 auch sofort angedrückt von Tasha. Wenn das ein Kyo nochmal mit einem weiteren Trupp hier unterwegs. Da ist nochmal der Bunker, der ein bisschen Zeit gekauft hat. Einheiten konnte hier nicht so viel anrichten. Der Reinforcement ist jetzt eingetroffen. Aber die Lockons sind natürlich immer wieder so eine Sache. Kann damit auch versuchen, die Panzer zu snipen. Einfach rankommen, bis der Lockon startet und dann wieder rausfahren. Die Range ist ziemlich ordentlich, wenn das sind hier die Cyclones versuchen näher. Und haben jetzt auch den Panzer erwischt. Und das ist genau das. Da verliert man den Panzer, wenn das nicht drüben. Der Panzer wird ebenfalls gesniped. Aber auch der Cyclone geht dafür down. Mehr Reinforcements kommen hier nach für Cure. Aber viele Siege-Tanks noch am Start hier von Tasha. Und die Prügeln hat doch schon sehr viel Schaden drauf, wie man sieht. Da wird es auf beiden Seiten ziemlich teuer. Die Cyclones hier fahren auch mal mitten durch. Da wird noch ein paar Cyclones donated. Und beide Seiten, ja, ein bisschen das Makro geht gerade flöten. Aber beide pumpen einfach auch fleißig Cyclones und Hellions nach. Tasha hat jetzt eben mehrere Panzer in Position, um seine Basen besser abzusichern. Und das ist ein Kyo immer noch der aktivere auf der Map unterwegs. Und wir haben dann bald bei beiden 3-3. Keine BCs, doch die 2 BCs haben wir noch. Die wurden auch wieder repariert und die fliegen auch wieder los. Und die können wahrscheinlich diese Basis angehen. Weil die Army die ganze Zeit unterwegs ist von Kyo. Der hat seine Army immer draußen unterwegs. Mir egal, ob die sich abgesponnen haben. Ja. Das ist echt auch ein geiles Game hier. 15 Minuten schon. Ja, hier jetzt nochmal eine Wall gebaut, damit die Einheiten nicht einfach reinfahren können. Wenn Panzer hinten stehen, hält das auch relativ gut. Hier gibt es eine neue Base, da gibt es einen eigenen Sensor Tower für Tasha. Während das sind die BCs eben hier eingetroffen. Und hier gibt es einfach noch keine Missile Turrets, um irgendwie auf die BCs zu antworten. BCs ballern sich hier einmal ans Command Center ran. Aber die PF hält doch einiges aus. Cyclones kommen damit dazu. Man hat natürlich immer noch den Jump für alle Fälle. Da wird einfach rausgejumpt von Tasha. Und zwar Seitenwechsel. Und das Supply Depot kann man hier mal rausnehmen. Mit den Battlecruisern. Hingegen ist Cure immer noch mit seiner ganzen Army irgendwo irgendwie unterwegs. Und ja, beide wieder maxed. Die BCs warten hier. Natürlich können auch warten, bis er für ihr Jump wieder verfügbar ist. Das dauert ein bisschen. Aber hier sollten sie auf jeden Fall safe sein von den Cyclones in dieser Ecke. Warte, nur deinen Spam unterbrechen.
Ja, Cure checkt nach wie vor alle Basen durch. Sonst sind hier gerade ein paar SCVs irgendwo eingegangen. Und Hellions, sag mal kurz Hallo zum Supply Depot. Und oh, da gibt es ein Aufeinandertreffen. Da ist Tayshia in der schlechten Position. Er hat den Low Ground, aber kriegt eine Anti-Armor-Missile da rein. Problem ist trotzdem, ihm fehlt die Firepower. Er muss auf die Panzerunterstützung warten, damit das ordentlich was wird. Das ist das Supply Depot am Sterben. Das ist dann auch down. Tayshia hat noch sehr viel Geld auf der Bank. Q hingegen pumpt alles wieder raus. Und das sind jetzt noch weitere Upgrades, nämlich ja, das Ship Weapons. Da kommt das Neo Steel Armor und Zen plus 3 Armor noch für die ganzen Mech-Einheiten. Währenddessen Smart Servos bei Tayshia, um die Hellbats schnell zu Hellions zu machen und umgekehrt. Die PCs sind nochmal reingeflogen und haben jetzt nämlich auch wieder einen Jump verfügbar und auch schon Yamato. Bin ich sicher, was sie Yamato haben. Sie haben was Yamato. Und ja, da ballen sie einfach noch völlig gut die Production und springen einfach raus. Und da lenkt man eben die ganze Zeit ab, währenddessen ist nämlich hier ein Trupp und der nimmt einfach IKF hier raus. Und Tayshia nutzt gerade seine Mobilität mit diesen Battlecruisern, ist dann nervig unterwegs. Ist natürlich schön, dass er diesen einen noch hat, damit sieht es auch hier Panzer, wartige Fokus, werden rausgenommen. Hier verliert ein bisschen Grund und Boden auf der Map. Tayshia kann neue Basen etablieren, zumindest eine neue hier. 85, 87 Work, jetzt aber auch Panzer bei Q mit dabei, mehr und mehr. Mining-Vorteil gesagt, hat sich wieder ein bisschen gedreht, der Sensor Tower oder der Watchtower gehört gerade hier Tayshia, der Panzer wird gefokust. Aber da kommt so viel Reinforcement nach, die BCs müssen aufpassen, da ist ein dritter BC wieder gebaut und Panzer ist jetzt auch mit dabei. Yamato kommt nochmal, Yamato kommt hier nicht raus, die Vikings setzen sich da durch zusammen mit den Cyclones. Dafür fehlt aber Q den Groundfight und da muss er jetzt aufpassen. Die Vikings waren jetzt mit reingelandet, ist trotzdem eine gefährliche Angelegenheit, da kommen noch so viele Panzer nachgefahren. Chaotischer Fight, aber Q muss sich zurückziehen, versucht da hinten sich neu zu etablieren mit einer Tankline und das sollte auch gelingen. Ja, da kann er dem Gegner ordentlich in die Mangel nehmen. Neue BCs werden produziert für Tayshia. Und auch plus 1 Ship Weapons kommt bei ihm. Also dann werden die BCs auch stärker, was den Angriff angeht. Tayshia kann natürlich die Basis easy ins Visier nehmen. Einmal ransiechen und rausballern. Aber Neo Steel ist drauf, das heißt die Gebäude tanken ein bisschen mehr weg. Ein bisschen mehr Rüstung. Jetzt kommt noch das Highsec Auto Tracking Upgrade hier für Cure, um seine Missile Turrets, seine Auto Turrets. Und was waren die dritten Turrets? Auf jeden Fall, ja, um die PFs abzugraden. Das sind die drei Range Upgrades für das Highsec Auto Tracking. Ja, und hier die Tankline wird angegangen mit den Hellions, aber das reicht nicht. Aber Panzer waren besiegt und jetzt ist Tayshia hier in der Position, um die nächste PF anzugreifen. Und Tayshia hier mit guten Manövern macht mehr und mehr Schaden, killt hier mehr und mehr Worker und jetzt auch die Base. Man sieht, wie schnell die Base fällt. Das ist einfach das Upgrade. Wenn das sind die BCs wieder am Angreifen, aber da wurde jetzt ein weiterer BC gesnappt. Trotzdem, Tayshia hat nachgelegt und jetzt kommt die Triple BC Produktion. Der baut jetzt einfach mehr und mehr und mehr schwere Kreuzer. Währenddessen hat er die PF eben gesniped, hat jetzt mehr Worker, mehr Economy, wird wahrscheinlich auch gleich eine Basis verlieren. Aber man sieht es eben, der Income Advantage ist einmal umgeschwungen, währenddessen beginnt hier der Army von Cure. Tayshia macht wirklich starkes TVT, das muss man ihm lassen. Und ja, die PC-Anzahl wächst. Cure braucht auch wieder neue Bases. Natürlich Main und Natural sind quasi leer. Die Natural hat sogar noch Ressourcen von Cure. Ja gut, 15, 150, das ist quasi nichts. Hier drüben gibt es den nächsten Attack, Panzer, fighten gegen Panzer. Und die ballert sich einfach gegenseitig raus, aber Tayshia hat einfach mehr. Und somit kann er die Position weiterhin behalten. Da kommt Cure nicht weiter, wenn das muss auch die Basis aufgeben. Also Tayshia treibt jetzt Cure weiter und weiter zurück. Jetzt ein Liberator mit dabei, um gegen die Panzer zu kontern. Und mit den Cyclones kann man auch endlich alle Panzer aufräumen. Die Basis kann also wieder errichtet werden. Trotz allem hat Cure gerade in kurzer Zeit einiges an Economy verloren. Sieht man eben deutlich, wie der Graph gesprungen ist. Von 1 mal 2.500 Ressourcen mehr pro Minute bis 1.600 in der anderen Richtung. Und Tayshia holt sich hier die neue Base, macht eine PF draus, holt sich plus 2 Ship Weapons und hat irgendwo auch einen Schwung an Battlecruisern. Ja, die sammelt sich gerade ehrlich hier mit einer Hauptarmee und auch so viele Cyclones. Er hat 9 Hellions und 20 Cyclones. Hier gibt es den nächsten Cyclone Fight, da sind noch einige Vikings dabei. Die BCs haben natürlich ihre Yamato-Kanone. Es werden Cyclones abgetradet mit den Logons. Und wir sind bei gleich 20 Minuten hier. Und beide haben natürlich noch Ressourcen. Bei Cure hat keine Mineral Bank. Tayshia hingegen hat eine ziemlich ordentliche Mineral Bank mit dabei. Zu seiner Gasbank mit dazu. Das fehlt hier Cure ein bisschen. Also dann muss Cure wirklich aufpassen, dass er nicht zu schlecht tradet, weil sonst kriegt er das nicht schnell genug nachgebaut. Braucht mehr Cyclones, mehr Hellions. Tayshia hat gleich mit Ship Weapons 2 und die BCs. Ich habe gerade einen BC-Jump gehört. Ja, ach, da Liberator muss aufgeräumt werden. Gott, BCs ohne große Attack-Upgrades gegen massive Armor-Upgrades. Auch hier, ja, Gott, das dauert so lange, bis er diesen Liberator klein kriegt. Er macht so wenig Damage. Yamato wäre da fast sinnvoller gewesen. Aber 11 SCVs gefallen, 76 zu 87. Jetzt hat sich die ganze Geschichte wieder gedreht. Natürlich macht das jetzt hier auch die Möglichkeit, nochmal mehr Army Supply zu bauen, weil Tayshia aber nochmal fleißig SCVs nachgelegt hat. Also er will diese starke Economy.
kümmert Eternal Empire Fleet nach und nach seine Mineralienfelder. Hier gibt es einen großen Fight mit Panzerunterstützung von Tasia. Die Position ist aber für ihn ein bisschen schlechter und wird dann die Mangel genommen von den gegnerischen Cyclones. Währenddessen sind die NPCs wieder unterwegs, die Vikings sind mitgelandet. Aber der Panzer macht immer noch einiges an Schaden von der Rückseite und da traden sich beide runter, weil er von beiden nicht übrig. Und jetzt schrammt die BCs einfach hier mit rein. Ja, da ist einfach quasi nichts mehr übrig, als die BCs ankommen. Die räumen diesen Fight easy auf und können jetzt einfach versuchen, die nächste Basis rauszunehmen. Hier oben ist nämlich nur noch ein Orbital Command. Das ist ein Easy Snipe, genauso wie hier. Das ist auch nur C. Das Gas ist schon leer. Nun, jetzt gibt es auch nicht mehr so viel. Also, die Sensor Tower wird rauskommen. Das ist eine BC ist noch hier unterwegs. Der hat noch keinen Jump. Der sollte von diesem einen Cyclone. Nein, der kommt nicht weg. Der geht down. Gott, der Damage mit Macfield Accelerator ist wirklich eine krasse Angelegenheit. Ja, die Basis ist easy gesniped worden. Und die nächste Base wird auch angegangen. Wie gesagt, kein PF. Neue Tankline. Matsch. Da wird einfach alles durchgerannt. Ja, das werden Basen getradet, weil auch die PF hier hat keine Überlebenschance. Und hier, oh, die Hellions auf die SCVs. Oh Gott, beide fliehen massiv, Worker. 12-12, wenn das sind hier. Jetzt kriegen wir eine Base-Trade-Situation nach 21 Minuten irgendwie, mehr oder weniger. Die PCs kriegen noch plus 3 Attack, da werden noch mehr PCs gebaut. Es sterben massenhaft Worker, es stirbt massenhaft die Economy. Basen fliegen hier fröhlich durch die Gegner. Die Cyclones ballern sich halt auch sehr, sehr schnell durch die Gebäude durch. Die PF kann sich ein bisschen wehren, aber mit Lock-On kann man außerhalb der Range bleiben. Ja, die OC wird auch noch rausgenommen. Das heißt, Cure hat noch diese Mining Base, Tasha hat diese Mining Base. Und ja, wird diese, nein, die wird Count-Repaired erstmal noch. Die hält relativ lange, aber auch die wird es nicht überleben. Auch das OC hier wird gesniped. Oh Gott, die beiden räumen sich so viel Zeug weg. Wir sind inzwischen bei 38.000 zu 47.000 Resources lost. Also Q hat wesentlich mehr verloren und nicht so viel mehr gemeint. Ist entsprechend im Supply immer noch hinten und Tasha hat immer noch eine Bank. Und er baut einfach entspannt Battle Cruise. Also Tasha fühlt sich auf seine Sache. Oh Gott, er hat nochmal einen riesen Haufen SCVs gerade verloren. 36 sind wir jetzt hier. 47 aber noch übrig hier für Tasha. Und er kann die gesamte Army hier dafür clearen. Hat damit ein deutlich stärkeres Army Supply. Und hier, ja, die BCs fighten gegen die Vikings, Yamato und da ein paar raus. Man sieht eben, wie das Army Supply einfach massiv gelitten hat. Die BCs jumpen sofort hinterher und wollen auch die restlichen Vikings haben. Bekommen die auch dank der Cyclones. Der Groundfight geht hier wieder zur Sache. Aber es sind halt BCs mit dabei. Und die kommen jetzt angerückt und die sind bereits zu fünft. Und das heißt, das OC hat Schwierigkeiten. Damit ist quasi die letzte wichtige Mining Base von Pure gerade unter Feuer. Hat sich aber die hier wieder gegönnt. Man sieht auch, 42 SCVs werden daran geschickt. Und hier einfach die Basen haben kaum noch Ressourcen, müssen aber irgendwie leer gemeint werden, weil man keine weitere Basis online kriegt. Wobei hier eine neue Basis gerade gebaut wird. Tasha schnappt sich die Basis neu. Die Basis hier nicht sicher, ob man die überhaupt noch haben will. Die hat eh kaum noch Ressourcen übrig. Aber es ist ihm ein so, so deutlicher Army Supply Vorsprung jetzt für Tasha. Er muss das eigentlich jetzt nur noch klar machen, denn er hat einen riesen Vorteil. Die BC ist mit dabei und man sieht, die Army von Q ist dem einfach nicht mehr gewachsen. Damit wird er noch Basis nach Basis für den Yamato snipen, ständig eine Einheit nach der anderen. Und so wird Tasha das doch mit einem 2 zu 0 machen. Ich sehe jetzt nicht, wie Q das hier mit 70 Supply hinten nochmal irgendwie in den Griff kriegt, weil einfach die Army fehlt massiv. Man sieht, sein Army Supply ging nur noch in den Keller. Er hat keine Bank, um das nachzubauen und er hat jetzt auch gleich keine wirklich starke Economy mehr. Und ja, da kommt das GG, es kommt zu keinem letzten Fight mehr, weil Q den so oder so nicht gewinnen kann. Und Tasha macht das tatsächlich mit einem 2 zu 0. Aber was für ein TVT von den beiden. Was für ein geiles Game. Oh, war das gut. Bin ich froh, dass ich dieses Game genommen habe. Das ist eine geile Sache.